Ja, da hat der gute Connor natürlich recht. Man muss an seine Grenzen gehen, um sich selbst zu verbessern. Und wir dürfen weiterhin weder den Boden noch das Wasser berühren. Wasser wird jetzt sowieso schwer, weil hier keins mehr ist. Aber Boden geht natürlich immer. Können wir denn... Ah ja, hier ist wieder so eine V-förmige Baumauskerbung. Hier können wir auch wieder hoch. Und hier ist recht. Sehr schön. Hier geht's hoch. Hui. Geil. So, das hier scheint kein Boden zu sein, oder? Nee. Okay, hier müssen wir an der Seite hoch. Und dann hier hoch? Boah, krass. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Was ist denn das blöde Nest da oben? Ah, wir hätten wahrscheinlich... Mach doch sowas nicht. Müssen wir hier hoch? Ah, wir müssen die Steine hier rüber und dann... Ah, okay. Stimmt, der gute Connor kann ja auch Steine hochklettern. Der gewiefte Hund. Frag mich nicht, wie er es macht. Sieht aber sehr elegant aus. So, und hier ist der Baumstamm mit der Feder. Und guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Boah, ist das krass. So, und hier ist die Feder. Wow. Ja. Hat geklappt. Guckst du so geschockt? Na hoda, wa ga ni gohroni. Yatta wa kweni wa gwego yang ni haraunge. Ga ga der har de zinyora gwego an seroro ge. Ga de ga isere ya de ga yeri zini go yang ni ya. Tont kor har. Was ist denn für ein fauler Hund, sag mal? Alter, was für ein fauler Kerl. Wo ist denn das nächste Nest? Das ist doch hier gleich um die Ecke hier oben. Kommen wir da irgendwie hoch? Na, hier kommen wir schon mal nicht hoch. Lass mich mal kurz gucken. Hier müssen wir irgendwo hochkommen. Ich laufe einfach die ganze Zeit wir hin und her. Das wird schon irgendwie klappen. Hier geht's nicht hoch, ne? Scheiße. Hier. Hier kommen wir hoch. Oder? Ja, hier kommen wir hoch. Hier müsste doch das Nest sein. Ich hab's heute irgendwie. Guck mal, hier, zack. Das konnte er nicht erreichen, willst du mich verarschen? Das ist doch nur eine billige Ausrede gewesen. Ah, ich hätte vielleicht oben bleiben sollen, ich Idiot. Okay, rennen wir nochmal schnell zu dem Baum zurück. Klettern hier nochmal hoch. So, warte mal. Und dann hier hoch. Und dann hier rüber. Genau, und dann da drüben hoch. So sieht's nämlich aus. Meister. Warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? So, wie viel haben wir denn? 2 von 3? Seht ihr hier noch irgendwo eine Feder? Auf der Karte unten? Ah, hier drüben. Ach, guck mal, da gibt es jetzt auch Aussichtspunkte. Geil. Jetzt müssten wir bis nach da hinten zu der anderen Feder laufen. Ich frage mich jetzt, machen wir das gerade noch? Ach komm, machen wir mal. Nur so Spaß an der Freude. Wie weit ist denn die weg? 400 Meter. Das ist natürlich schon ein Weg. Ups. Ist da oben irgendwo. Oder hinter dem Berg oder sowas. Hallo. Ich komme in Frieden. Au. Ein Hase. Okay, beeilen wir uns mal ein bisschen. Jetzt dürfen wir ja auch wieder auf den Boden unten. Boah, die Musik, ne? Okay, da dürfen wir gar nicht hin. Alles klar, dann rennen wir wieder zurück und machen mit der Mission weiter. Aber halt nur 2 von 3 Federn, mein Gott. Federn finde ich jetzt auch nicht so unbedingt so spannend. Das gab es ja in vorherigen Teilen schon mit Federn und Flaggen und was weiß ich nicht. Alles haben wir auch nie wirklich gemacht. So Sammelaktionen sind fürs Let's Play einfach nicht so spaßig. Aber wenn man irgendwann mal neben einer Feder steht, kann man die natürlich auch einsammeln. Kostet ja nichts. Aber jetzt explizit danach suchen, das machen wir nicht. So. Da hinten müsste irgendwo unser korpulenter Freund stehen. Da ist er auch schon. Hallo, Junge. Ja, es ist noch nicht Zeit zu gehen, denn wir haben jetzt noch die Jagdlektion.
Und wann du gehst, just dann die Ohne. Ja, sehr gut, dir dumm zum, mein Dini, war ja Roro, geht dann noch gar nicht mehr. Aber ja, no wann du dich da rest, da wie ja. Dann du das Zero Zuzi, was gar nicht so. Und Guri Hunja, dann adapta, esos Kudina Gerenio, Toan di Jadora. Dumm zum, jo snore am Dajo, quatte. Jo squenjes, ja kann hei atte. Gaya, dann ordu ne giga, de haum tanega. Ohne Kian, der war der Rihua Gwenjastage, ne sa ojera. Der gute Connor besitzt Pfeil und Bogen, das ist natürlich für die Jagd immer gut. Jetzt müssen wir uns mal einen kleinen Hasen suchen, da haben wir doch schon einen. Hier, pass mal auf, ein bisschen anschleichen vielleicht. Zielen und zack. So leid mir das Kaninchen auch tut. Aber wir müssen es häuten. Man sieht es zum Glück nicht. Da war ich doch gerade spontan noch am Trinken. Ich dachte, der redet noch ein bisschen weiter. Oder liegt das Hasen-Kadaverlein? Scheiße. Naja. Der Hase hilft uns natürlich weiter, weil wir brauchen ja was zu essen. So, jetzt sollen wir mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren, um sie zu analysieren. Machen wir doch direkt mal. Und damit das Ganze ein bisschen schneller geht, stellen wir Fallen auf. Und zwar mit RB halten und Y... um eine Falle anzubringen. Wir haben natürlich eine dabei. Und zwar diese hier. Ich hätte Y drücken sollen, so wie es da steht. Falle drücken, Y. Ich? Ach, stimmt. Wir wählen die natürlich ins Inventar unten und dann drücken wir Y. Dann halten wir Y gedrückt. Okay, also diese... Diese Schlingenfallen machen das Getier also unfähig, also laufunfähig, töten es aber nicht. Okay. So, hier haben wir zwei Fallen abgelegt und wir sollen jetzt, ich demarkiere mal gerade die Dingens hier, die, kann ich das, ah ja, so, die Feder, so. Jetzt sollen wir nach einem Hirsch in der Umgebung suchen. Ein Hirsch ist natürlich was ganz anderes, ein anderes Kaliber als ein Hase. Um Tiere zu finden oder so, sie Hinweise auf eine Sonne des Tieres in der Nähe zu finden. Ich höre aber, glaube ich, schon einen Hirsch. Kann das sein? Oder ist das ein Vogel? Ich weiß es nicht. Wir sneaken mal gerade ein bisschen durch die Gegend. Er natürlich nicht. Ist ja klar. Muss bei der Jagd natürlich auch immer langsam vorgehen, weil so ein Hirsch, der merkt das natürlich auf Kilometer weit, wenn da irgendwas unterwegs ist, wenn irgendeine Gefahr lauert, dann merkt das Vieh das. So, hier haben wir einen Hinweis. Vielleicht ein bisschen Hirsch-Scheiße oder so. Den Hirsch erlegen. Da hinten, okay. Stimmt natürlich, so ein paar Einschusslöcher tun natürlich das Fell des Tieres, was unglaublich viel wert ist zu dieser Zeit, natürlich ein bisschen beschädigen. Wir versuchen das Vieh mal mit einem Köder hier hinzulocken. So, Köder und... schau mal hier. Riecht er das? Ja, er riecht es. Wunderbar. Es tut mir leid, Kleiner. Es tut mir leid. Ich habe mal gesagt, dass ich die Jagd absolut nicht mag. Okay, wir überspringen. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Und da liegt dann doch das Kadaver. Naja. Das Kadaver, der Kadaver, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Hirsch jetzt. Super, jetzt gucken wir mal nach unseren Fallen, ob sich da schon was getan hat. Wir haben Hirschmark und Hirschfleisch und so weiter. Hirsch, ein Hirschschwanz.
einen Hirscherz und so weiter und so fort bekommen. Das können wir natürlich alles verkaufen später. Wenn wir dann irgendwann mal in die großen Städte reisen. So, jetzt schauen wir erstmal nach der Falle hier. Da ist, so wie es aussieht, nichts. Oh, da ist doch was. Und auch schon tot. Oh. Ich dachte, das Tier stirbt nicht. Okay, wir sollen Fleisch von 5 Tieren sammeln, alles klar. Gucken wir mal. Hasenfleisch haben wir auf jeden Fall schon mal. Wir sollen 3 verschiedene Tierarten jagen. Was haben wir denn hier alles? Da haben wir zum Beispiel einen Hirsch. Ich glaube aber, der wird uns sehen. Und deshalb nicht kommen. Doch, er kommt. Naja, er hat uns gesehen. Scheiße, ich hätte mich verstecken sollen. Okay, pass auf. Aus der Luft. Scheiße. Ah, verdammt. Wir können ja mal ein bisschen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Wir jumpen jetzt mal hier hoch. Schmeißen hier Köder hin. Verstecken uns hier auf dem Baum. Nee, wir sind zu weit weg. Der da hinten merkt das nicht. Da haben wir noch einen Fuchs. Wir könnten uns einen Fuchs krallen. Ausnahmsweise mit einem Bogen. Zack. Da haben wir noch ein Kaninchen. Oder einen Hasen, besser gesagt. Okay. Da haben wir schon mal 2 Tiere wenigstens. Huch. So, wir häuten das gute Stück. Das gucken wir uns nicht an, wie gesagt. Wird ja sowieso nicht gezeigt, aber ich drück's trotzdem weg. Weil es ja immer die gleiche Animation ist, im Grunde genommen. So, wir haben jetzt Fuchs und Hase. Köder und Falle kombinieren, um ein Tier zu fangen. Okay, machen wir auch mal direkt. Ich weiß nicht, was ist ein guter Ort, um eine Falle aufzustellen? Hallo. Hasenpfoten, Tierfleisch gesammelt. Was haben wir hier? Okay, ein Hirsch hat Beeren von diesem Busch gegessen. Pass mal auf. Dann schnappen wir uns mal eine Falle. Platzieren die mal hier. Pass auf. Hey, das ist ein Hirsch. Pass auf, wir nehmen die Falle, platzieren sie da. Schmeißen hier noch ein bisschen Köder hin. Und rennen dann weg. Und vielleicht mit ein bisschen Glück läuft der Hirsch ja da rein. In die Falle. Scheinbar jedoch nicht. Was haben wir denn da? Oh, wir haben ein Tier gefangen. Oh. Das war wieder ein Fuchs. Mann, das tut mir so leid. Ich glaube, ich würde ihn echt überhaupt nicht überleben. Ich könnte doch keinen Fuchs töten. Ich bin zwar so ganz gerne Fleischesser, aber... Boah, selbst töten? Nee. Ich habe einen heiden Respekt vor Leuten, die das machen. Oder machen müssen, besser gesagt, damit wir was zu fressen haben. Habe ich echt einen heiden Respekt vor. Ich lasse hier nochmal Köder fallen. Lauf mal langsam weg. Scheiße. Ah. Hier stehen immer Hirsche, wo keiner guter Platz zu verstecken ist. Was ist los mit den Hirsche? Hier vielleicht noch irgendwo. Ich will das jetzt auch nicht. Was ist denn da hinten? Keine Ahnung. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, muss ich sagen. Oh. Ah, das gibt's doch gar nicht. Mieses Vieh. Okay, haben wir hier nochmal irgendwo einen Hirsch? Harry Hirsch. Hier ist weit und breit kein Hirsch mehr. Ich krieg zu viel. Da hinten rennen sie natürlich jetzt. Ah, verdammt. Wir gehen mal weiter hier in den Baum. In den Baumwipfeln. Huch.
Muss es ja noch irgendwo Hirsche geben. Boah. Wenn wir uns hier oben so ein bisschen bewegen, hätten wir, glaube ich, ganz gute Chancen, eines der Viecher zu kriegen. Da unten. Der hat's, glaube ich, gerochen. Kann das sein? Ja, 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 der hat's gerochen. Sehr schön. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Wir gucken natürlich weg, wie immer. So, und jetzt müssen wir noch ein Luftattentat auf die Viecher machen, auf eines der Tiere. Und dann haben wir das Ding hier komplett mit 100% geschafft. Ist ja unglaublich. Wir hatten aber noch ein paar Hasen. Frage ist natürlich, ob wir die hier hingelockt bekommen. Guck mal, die tanzen zur Musik. Ah, kommen sie her, ich weiß es nicht. Irgendein Tier muss es ja geben, was hier unsere Köder anspringt. Ah, guck mal hier, da haben wir doch schon eins. Sorry. Es tut mir leid. War schon wieder ein Fuchs. Ich hab nichts gegen Füchse. So, wir haben's. Wir müssen zu unserem Kumpel zurückkehren, mal gucken, was er so gefunden hat. Ich schätze ja mal überhaupt nichts, aber vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück gehabt. Oder vielleicht hat auch er ein bisschen Glück gehabt. Hm? Was ist los? Alter! Hey, jetzt Schwarzbär! Leck mich fett! Alter, Alter, Alter! Boah, ist er noch hinter uns her? Nee, zum Glück nicht. Boah. Alter. Boah, so ein Schwarzbär ist richtig mies. Was macht man da am besten? Ich habe ja mal gehört, man soll sich auch groß machen und laut schreien, aber... Ich glaube, da hat es jetzt nicht so viel gebracht. Und Alter, hast den Schock gut überstanden? Hey! Na, da hat der alte Drecksack ja doch noch was gefangen. Hm? Mission beendet. Mit 200%, also mit 200 Punkten. Volle Synchronisation. Ich freue mich. Oh, guck mal hier, eine Weed-Plantage. Die sahen früher so aus. Jetzt können wir uns hier endlich mal ein bisschen umgucken. Hier hat sich natürlich ein bisschen was verändert. Durch das Feuer von den Templern. Aber es ist trotzdem irgendwie eine schöne, beschauliche Gegend. Auch wenn die hier natürlich sehr... Naja, für uns ist es ärmlich Leben, aber für die ist es natürlich... Deren Leben einfach. So leben die halt einfach. Die kennen kein Haus aus Steinen oder sowas. Die leben halt so. Das ist ihre Kultur. Hier noch mehr Weed. Hier noch ein paar in der Luft schwebende Blätter. Aber hier ist es eine Versammlung. Wahrscheinlich bei der Stammesmutter. Schätze ich mal. Ein denkwürdiges Erlebnis. Die zwei Erkenntnisse, die wir aus dieser Folge ziehen, sind: Man muss an seine Grenzen gehen, um sich selbst zu verbessern, und es gibt immer ein noch größeres Tier, was auch dem Menschen gefährlich werden kann. Ne? Gefressen oder gefressen werden. Wir sind vor dem Schwarzbär zum Glück noch geflüchtet, aber das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Und vielleicht erfahren wir ja dann schon in der nächsten Folge, was die Stammesmutter von uns verlangt oder was die Stammesmutter von uns möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed 3.